Achtung! Soeben gibt das Friedensministerium einen neuen Bericht heraus. Darüber hinaus im privaten Umfeld würde es sehr stark helfen, wenn man befristet eine Ausgangsbeschränkung abends machen würde. Weil Sie wissen, dass abends viele Termine, Treffen stattfinden. Das wissen wir aus den Bewegungsprotokollen der Fahrzeuge, das wissen wir aus den Bewegungsprotokollen der Handydaten. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschen abends nochmal um den Block alleine gehen, sondern treffen sich auch privat. Das ist auch zu verstehen, aber wir müssen es eine Zeit lang aus meiner Sicht begrenzen.